Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit. Heiner Geißler, der scharfzüngige CDU-Generalsekretär. Roman Herzog, der kritische und humorvolle Bundespräsident. Rita Süssmuth ist mit allen drei CDU-Persönlichkeiten eng verbunden. Die Erziehungswissenschaftlerin wird von Helmut Kohl gefördert, tritt als Gesundheitsministerin die Nachfolge von Heiner Geißler an und vereidigt als Bundestagspräsidentin Roman Herzog. Diejenigen, die fortgehen, die sterben, sind zwar noch durch die Erinnerung lebendig, ich glaube, die ist bei mir sogar stärker, als ich sie im Alltag wahrnehme, dieses Indirekte geführt werden. Aber was fehlt, ist, sie zu hören, sie zu erleben. Roman Herzog, Heiner Geißler und Helmut Kohl. Eine Generation von CDU-Politikern, die Deutschlands Schicksal bestimmt haben. Was die drei Personen eigentlich eint, das war ja eine bestimmte Zeit der CDU, das war was Vorantreibendes. Und das füllte Roman Herzog gut aus. Er sagt, die Sicherheit wächst nicht dadurch, dass wir nichts verändern. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von dem Geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Dieses auslösen wird, was es dann ausgelöst hat. Noch Jahre später muss Herzog die Reaktionen auf seine wichtigste Rede erklären. Sie würden sie kritisieren wollen. Das war die erste Reaktion. Die Parteien, das war ja viel schlimmer, die haben mich alle gelobt. Zunächst. Und es gibt ja nie, das ist jetzt ernst, das ist also keiner meiner Witze, es gibt ja keine unbequemere Situation für jemanden, der etwas bewirken will, als wenn er von allen Seiten gelobt wird. Er hatte eine erfrischende, er war ja humorvoll, klare Sprache. Ob Sie seine berühmte Ruckrede nehmen oder aber auch andere Reden, die Menschen wussten, wo sie dran waren. Also er selbst war so verständlich, wie er auch klare Sprache von uns allen forderte. Im Grunde ist mein Fehler, mein grundsätzlicher Fehler, dass ich, ich will mal sagen, nichts hundertprozentig ernst nehme. Ich habe also eine Kotterschnauze. Ein bisschen Koketterie ist wohl dabei. Ob als Minister in Baden-Württemberg, Richter und später Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts, hat sich Herzog einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Er hat bei aller Kritik immer auch Menschen ermutigt. Und das ist wichtig, ob im persönlichen, im privaten Leben, im schulischen, beruflichen Leben und erst recht in der Politik. Die Demokratie darf man nicht verwechseln mit einer, einem Gesangverein, mit einer Harmonieveranstaltung, sondern da geht es halt um den besseren Weg. Heiner Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie ihre Leute auch. Und wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, aus seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, die ihn offensichtlich ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land. Als Rechtsaußen der CDU gibt Heiner Geißler den Ausputzer für seinen Freund und Förderer Helmut Kohl. Der Generalsekretär polemisiert und legt sich mit seinen politischen Gegnern an. Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Politiker aus Passion. Der ehemalige Jesuitenschüler macht die konservative CDU sozialer, familien- und frauenfreundlicher. Heiner Geißler war ein Vertreter, ein Anwalt, oftmals wurde gesagt, der kleinen Leute. Und das muss ich sagen, war für mich ein ganz großes Vorbild. Vergesst die wenig Beachteten, die Vernachlässigten, die Benachteiligten nicht. Auch seine Botschaft an mich, vergiss nicht, dass du die Krankheit bekämpfst und nicht die Kranken, bei AIDS beispielsweise. Und die Botschaft vermeidet Ausgrenzung. Er bleibt neugierig und sucht das Gespräch mit den Andersdenkenden.
Heiner Geißler, der nie aufgehört hat, sich selbst in Frage zu stellen, wieder neu zu denken und das bis in die letzten Lebenstage. Seit 2007 engagiert sich der Ex-Politiker Geißler für das kapitalismuskritische Netzwerk ATTAC. Wieder eine neue Facette. Mit Heiner Geißler Altersmilde zu verbinden, fällt mir sehr schwer. Weil er ist der Kämpfer geblieben, der er war. Die Behauptung, es gibt kein Geld, um dieses Elend zu beseitigen, ist eine Lüge. Wir haben auf der Erde Geld wie Dreck. Es haben nur die falschen Leute. Er hat ja nicht milder auf Globalisierung, auf Ausgrenzung der Menschen, auf Desorientierung reagiert, aber mit weniger, ich gebrauche jetzt diesen Begriff, Verletzung an Menschen. Da hat er sich sehr verändert. Helmut Kohl, Bundeskanzler für 16 Jahre, kommt 1982 an die Macht. Das, was auf uns zukommt, auch auf mich persönlich, bei aller Notwendigkeit der Lösung ökonomischer Probleme, zunächst eine geistig-moralische Herausforderung. Auch ich hatte ein falsches Bild von ihm. Und es prägen sich solche Bilder wie die Birne, die ausdrücken sollte, viel Geistiges bringt er nicht ein, behauptet aber, die geistige Wende herbeizuführen. Und als ich das erste Mal zum Gespräch eingeladen wurde, habe ich gemerkt, er beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen. Er war ja der intensivste, der eifrigste Benutzer der Bundestagsbibliothek. Seine bodenständige und einnehmende Art, die Pfälzer Gastfreundschaft, das ist die bekannte Seite des Machtpolitikers Kohl. Mit dieser Art konnte er den Boden für die deutsche Einheit bereiten. Für mich ist hoffentlich für Sie auch ein guter Tag. Auf Deutschland. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln. Mit welchem leidenschaftlichen Eifer auch Kohl, Helmut Kohl, Attacken gegen sich beantwortet. Ich vergesse nie in Ostdeutschland, als er fast bis an den gestellten Zaun sprang. Bei Helmut Kohl glaube ich, dass er ein emotionaler Mensch war. Nur er wusste es auch einzusetzen. Auch, es ist nicht so, dass er mit allem, mit Mitterrand übereinstimmte. Helmut Kohl geht es um die Einbindung Deutschlands in Europa, um Aussöhnung. Deshalb reichen sich Mitterrand und er über den Gräbern von Verdun die Hände. Trotzdem sind diese Gesten unverzichtbar. Helmut Kohl hat erkannt, dieses Europa, was für uns so wichtig ist, in das wir zurückkehren möchten, das ist nicht allein möglich. Die deutsche Wiedervereinigung ist nur mit der Europäischen Union denkbar, weiß der überzeugte Europäer Kohl. Sein Vermächtnis ist groß, getrübt allerdings von der CDU-Spendenaffäre und seinem beharrlichen Schweigen. Aber war das eigentlich notwendig, diesen Weg einzuschlagen? Geht das nur über schwarze Kassen? Und gerade ein Bundeskanzler. So wie für mich aus der vorigen Generation Menschen so wichtig geworden sind, dass sie fast jeden Tag beim Namen genannt werden, weil wir sie erinnern und mit denen wir uns immer wieder auch kontrovers auseinandersetzen. Insofern ist auch diese Überschrift Ihrer Sendung, die Erinnerung bleibt, ja nicht um des Erinnerns willen, sondern um der Menschen willen, was trägt sich trotz Tod, trotz Trennung weiter in die nächsten Generationen.